Herzlich willkommen zu diesem Wochengruß außer der Reihe mit der Nummer 23. Weiß ich nicht. Ich bin Ralf und mich gibt's nicht, weil ich im April frei habe und Dagmar alles übernimmt. Du hast ja selber noch nie gefühlt. Also mich gibt's sozusagen. Ich hatte diese Woche die Freude, von Mittwoch bis Sonntag hier den zweiten Coach-Block unserer Coach-Ausbildung zu halten. Und wir haben uns mit zwei Bereichen aus dem ILP-Dreieck beschäftigt, nämlich mit dem systemisch-energetischen und mit dem Handlungsbereich, wo wir SFBT gemacht haben. Also wir haben ganz viele Tage im Beziehungsbereich gearbeitet. Wir haben Aufstellungen gemacht, wir haben Positionswechsel gemacht, wir haben also mit Playmobil-Figürchen Situationen nachgestellt, ganz viele Ressourcen integriert und es war wirklich, wirklich richtig schön, ganz, ganz tolle Gruppe. Und heute den Tag haben wir im Handlungsbereich verbracht, haben SFBT gemacht, haben ganz viel über Aufräumen geredet. Das war natürlich für mich auch richtig toll. Ich weiß jetzt, dass man nicht nur richtig aufräumen kann, sondern auch mental aufräumen kann, nämlich im Erkenntnisbereich. Das war auch eine schöne Bereicherung. Und Daniel und Stefanie waren dabei. Genau. So als Witz für die psychografisch Bewanderten. Also wenn ein Erkenntnistyp einen Handlungstyp einlädt für 5 Tage, um über SFBT und systemisch zu machen. Dann macht, der Handlungstyp 4 Tage systemisch und 1 Tag SFBT. Also ich fand es auf jeden Fall so, wie es war, sehr, sehr gut und sehr, sehr schön. Ich habe auch dich erlebt, dass du da von Tag zu Tag mehr in deine Kraft gekommen bist und dann auch irgendwie die Gruppe immer ressourcevoller und freudiger wurde. Und heute war für mich wirklich ein kleiner Höhepunkt in der Ausbildung, weil natürlich SFBT von einem Handlungstypen auch zu lernen, der halt auch die Theorie von Ralf mit integriert hat. Also das, mir hat es viel gebracht und für mich viel verändert. Und aber vielleicht hast du da ja noch ein bisschen besseren Blick aus der Metaperspektive. Ja, auf jeden Fall. Also sowieso als dreidimensionaler Typ, der ich bin, ist mein Beziehungstypanteil jetzt ganz heiß darauf, mit dem Erkenntnistypteil aufzuräumen. Und der Handlungstypanteil lacht sich tot. Nein, ich fand es auch ganz wunderbar. Wir haben ja auch mit Klopfen angefangen. Am Mittwoch habe ich vorhin schon gesagt, es war ein schöner Einstieg, nochmal auf einer energetischen Ebene die 5 Tage zu zelebrieren und zu beginnen. Es war, Ralf, ich weiß nicht, ob du es gerne hörst, aber es ist spannend zu sehen, dass die Leute schon vorm Klingeln teilweise auf ihren Plätzen saßen und auf Zoom gewartet haben. Also nicht nur inhaltlich, auch mental hatte Dagmar uns hier wirklich abgeholt. Und es war super bereichernd. Die Journey war total schön, die nochmal mitzuerleben. Die sind wir durchgegangen. Und da gibt es viel, was ich auch nochmal in Erinnerung gerufen bekommen habe. Ja, wir haben einige große Formate gemacht. Wir haben Re-Imprinting gemacht. Wir haben The Journey of Brandon Bass gemacht. Und es war meine erste Journey-Demo unter einer Stunde. Also ich kenne die Journey-Demos ja mit Daniel, unserem Ehrenhandlungstypen. Ich kenne die Journey eigentlich so in den Demos irgendwas zwischen 1,5 und 2,5 Stunden. Und manchmal in Kleingruppen geht es da sogar bis zu 6 Stunden. Und meine Teilnehmer waren schon so ein bisschen, was macht die hier mit uns? Müssen wir heute bis abends hier bleiben? Ne? Also ihr hattet so ein bisschen Angst. Und dann machst du halt mit mir eine Demo und nach Viertelstunde. Und läuft. Und 55 Minuten, also hat wunderbar funktioniert und ich war sehr erfreut, weil es ist wirklich eines meiner Lieblingsformate, dass die Gruppe da auch meiner Meinung war und es sehr genossen hat. Da gab es richtig tolle Journeys. Du warst ja einmal sogar parallel bei dreien dabei, glaube ich, die waren in einem Raum. Also die haben da schon echt ganz schön auch geackert, auch mit diesen großen, wunderbaren energetischen Formaten. Ja, und auch Re-Imprinting, also auch eins der großen systemischen Formate haben wir hier nochmal in mehreren Variationen gemacht. Also es war, glaube ich, wirklich einiges drin. Projektionsrücknahme hatten wir nur ganz kurz. Und die haben wir einfach ganz schnell gemacht. Ja, als Demo.
Zack, zack. Genau. Ja, ab und zu haben wir so ein paar Grundlagen aus dem NLP noch durchgesprochen, über die logischen Ebenen, über die Ressourcen auf den logischen Ebenen. Wir haben Formate auch nochmal eingeordnet, was ich auch wichtig finde für die Coaches, dass die einfach auch so diese Übersicht bekommen, wenn ich ein Problem auf so einer Ebene habe, mit was für einer Ressource arbeite ich, mit welchem Format arbeite ich, einfach so um diese Wiederholung aus den NLP-Kursen, NLP-Practitioner und NLP-Master einfach nochmal aufzufrischen. Und ich hatte den Eindruck, auch das hat ziemlich Spaß gemacht. Wir haben das so als Gruppenarbeit gemacht. Ja, genau. Deswegen hängen hier hinter mir auch immer noch die logischen Ebenen. Die bleiben jetzt erstmal auch bis zum nächsten Wochenende. Genau. Und am Freitag ist die Supervision hier von 19 bis 21 Uhr. Die werde dieses Mal ich machen, weil ich auch das Practitioner-Wochenende übernehme. Weil Ralf ist eigentlich ja gar nicht da. Er ist nämlich im Urlaub. Und das heißt, kommt da gern dazu. Diejenigen, die Interesse haben, die vielleicht auch einen Supervisionsfall haben, den sie besprechen möchten. Und ansonsten gibt es da ganz viele Infos, auch so ein paar Fallbeschreibungen von mir, Praxisbeispiele und einfach so ein paar Ideen, wie wir uns da auch nochmal austauschen können. Genau, ich freue mich drauf. Wobei Ralf ist im Urlaub wirklich sich langsam zum Stapelanker und zum Running Gag entwickelt. Ich habe nämlich am Montag mit ihm zusammen auch einen Podcast aufgenommen, der ein bisschen über eine Stunde über das Thema Flirten geht. So ein bisschen als Einstieg für mein kommendes Webinar. Es hat sich dann irgendwie so ergeben, dass Ralf am Anfang des Podcasts meinte, er ist irgendwie aus unerfindlichen Gründen heute ein bisschen müde. Was man dem Podcast auch anmerkt, also es war sehr viel Redeanteil von meiner Seite, weil ich ja natürlich jetzt auch durch diesen Coach-Blog für mich nochmal verfestigt habe, dass halt dieses Thema Flirten mir wie auf den Leib geschneidert ist und ich da ja seit Jahren auch schon dran arbeite und mich da mehr und mehr jetzt flirte. Ich kokettiere noch ein bisschen mit dem Thema. Aber du meinst, ich kann schon ein bisschen mehr zeigen? Wenn einer, dann du. Wenn einer, dann ich. Sind wir überhaupt noch gefragt hier? Oder? Den Zehner kriegst du hinterher. Hast du noch? Irgendwas? Also ja, genau. Und der Podcast mit Daniel kommt am Dienstag raus, also übermorgen. Und ich habe da bestimmt 5 Minuten Redeanteil. Von 1,5 Stunden? Von 1,25 Stunden. 1,25 Stunden. Also freut euch auf den Podcast von Daniel mit Ralf. Ja. Ich hab Daniel hinterher das Foto geschickt von dem Audioprogramm. Das sieht lustig aus, ne? Eine dicke blaue Spur Daniel und dann so eigentlich eine so eine Linie, das bin dann ich. Ja. Im Übrigen, wenn du den Wochengruß guckst, bist du ohnehin auf YouTube und auf meinem YouTube-Kanal. Da gibt es jetzt seit ein paar Tagen 3 Videos, die ich mit Monique aufgenommen habe zum Thema, was kann man hier wissen, bevor man ein Training macht, während man ein Training macht und nachdem man das Training gemacht hat, so Orga-Videos. Hast du schon geguckt? Das ist auch ganz schön. Genau. Dann war das, glaube ich, jetzt alles. Es gibt gerade eine neue Newsletter-Reihe über NLP-Grundtechniken, Practitioner-Techniken, ein bisschen professioneller angeguckt. Daniel gibt da immer sehr hartes Feedback drauf, aber dadurch wird das mit viel Aufwand und Zeitaufwand, Ralf ist im Urlaub, besser. Du möchtest dazu noch was sagen? Nee. Du hattest es so gemacht? Nee, das war nur die... Ich habe das Mikro hier. Es ist keine Flirttechnik. Nee, ich habe den schon gelesen, wollte ich mit der Geste bloß andeuten. Ja, und ich finde den zweiten auch sehr gelungen, auch wenn er ja wirklich meinem harten Feedback standhalten muss. Aber dadurch wird er ja auch besser. Daniel und ich zanken noch ein bisschen darüber, ob sich der Podcast mehr an Coaches oder an Kellner richtet. Ich bin für Coaches. Er ist für Kellner.
Sowas aus dem Kontext daraus gerissen. Es bleibt spannend. Ja, ich hatte einfach nur, ach, das ist so unangenehm. Warum? Ja. Also Daniel sprachlos zu bekommen, das gelingt nicht oft. Das gelingt normalerweise nur Frauen. Wenn es darauf ankommt, dann auch genderfluid. Ja, wir schließen mit einem Zitat von meiner Mama, die mal zu mir meinte, du bist die bessere Frau von uns beiden, was ich lustig fand, weil es eine Beleidigung für uns beide gleichzeitig ist. Aber eine liebevolle Beleidigung. Ich glaube, wir hören jetzt auf, okay? Traditionell beendet Daniel hier das Video. Ja. Möchtest du? Möchte ich. Dann tu das. Jetzt? Und wir anderen winken. Gut. Genau. Gut. Tschüss. Tschüss.